Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, top aktuell informiert zu sein, ist in diesen Zeiten das Wichtigste überhaupt, um einen tollen Job machen zu können. Und wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel Mühe gegeben, immer wieder ein Stückchen besser zu werden, über die Premium-Post, über das Intranet, über das Extranet, über die Roadshows, über viele, viele Dinge, die wir entwickelt und eingeführt haben. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes, was uns helfen wird, noch mehr Informationen, noch detaillierter, noch zeitaktueller zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, Sie alle herzlich einladen zu dürfen. Herzlich willkommen zum PEP TV. Ich bin Niederlassungsleiter einer Produktionsniederlassung und wir haben über 70 Standorte und können im Grunde in 70 Standorten gleichzeitig eine Kommunikation absetzen, die eben sehr wichtig ist. Ich würde mir wünschen, auf regionaler Ebene spezielle Themen aus Niederlassungssicht einzubringen, weil meine Erfahrung ist, dass die Mitarbeiter sich mehr für die aktuellen Themen aus der eigenen Region interessieren als für groß angelegte Unternehmensstrategien. Die gehören da auch hin. Aber es muss ein guter Mix entstehen. Informationen an Mitarbeiter ranzubringen, ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und kann da eigentlich nur jeden Kanal zusätzlich befürworten, den man da hat, um die Menschen zu erreichen. Der Vorteil, den ich mir davon verspreche, ist, dass wir auf sehr kurzem Weg sehr schnell und sehr zeitnah aktuelle Informationen an unsere Leute geben können. Wir sind damit sehr viel mehr präsent in der Fläche mit Informationen und können damit durchgängig und einheitlich an allen Standorten aktuell sein. Es ist halt für mich eine moderne Form der Kommunikation. Wir bewegen uns mit der Kommunikation ins 21. Jahrhundert. Wenn man durch Einkaufszentren geht, überall sind Bildschirme, die Informationen weitergeben. Und ich denke, wir entwickeln da jetzt Medium, um relativ schnell und zeitnah Informationen rauszugeben. Ja, wenn ich jetzt mal spontan sehe, da habe ich als erstes natürlich die nächsten Wochen auf dem Schirm, wo es jetzt mit den kritischen Situationen mit der Gewerkschaft geht, dass wir da dann auch frühzeitig aus erster Hand die Informationen an unsere Mitarbeiter weitergeben können, sodass es nicht immer nur heißt, ja, das seid nur ihr, sondern es kommt unmittelbar vom Vorstand aus der Zentrale oder auch eben aus der Niederlassungsleitung heraus, wenn es eben örtliche Sachen sind. Das wäre aber kein Film, sondern ich möchte mir die Informationen bringen. Ganz am Anfang spontan ist es natürlich das Thema der Regionalgesellschaften, was uns in den Niederlassungen am meisten bewegt, was immer noch erklärungsbedürftig ist bei manchen Menschen, bei denen es noch nicht angekommen ist. Und da könnte sich auch ein Weg zeigen, darüber seriös zu informieren. Also das Thema Regionalgesellschaft. Ich habe die Möglichkeit, dann sehr schnell einen örtlichen Bezug zu schaffen und damit sehr schnell alle Mitarbeiter objektiv und umfassend zu unterrichten. Es gibt viele, viele betriebliche Themen, die man ganz gut rüberspielen kann. Da kann man PEP TV auch in Unterrichte einbinden und den Leuten auch plakativ die Dinge rüberbringen. Und da sind ganz viele Chancen nach oben. Ich habe eine ganz große Erwartungshaltung und ich finde die Idee genial. Brief- und Paketfirmen in Deutschland liefern sich einen harten Wettbewerb.
den trägt so manches Unternehmen auf dem Rücken seiner Mitarbeiter aus. Für niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen wird die ganze Branche oft kritisiert. Darunter leidet auch die Deutsche Post DHL, zu Unrecht, denn dort sieht es wesentlich besser aus als bei der Konkurrenz. Wir haben uns auf die Reise gemacht und Meinungen von Kollegen und Kolleginnen vor Ort eingefangen, die früher bei einem Wettbewerber gearbeitet haben. Unsere erste Frage: Was hat sich im Vergleich zum vorherigen Arbeitgeber geändert? Ich hatte einen Grund, warum ich da aufgehört habe. Ich hatte einen 40-Stunden-Vertrag dort und habe dann mal ausgerechnet, dass ich im Schnitt zwischen 55 und 60 Stunden effektiv gemacht habe. Und das kriegt man nicht bezahlt und man merkt es irgendwann mal. Im Vergleich dazu, jetzt haben wir halt feste Arbeitszeiten vor ihm und bei der Konkurrenz war es halt so, das Fahren bis zum letzten Paket. Also da waren 13, 14 Stunden keine Seltenheit. Wie sieht der Vergleich bei der Bezahlung aus? Im Nachhinein weiß ich, dass ich ziemlich unterbezahlt worden bin für das, was ich geleistet habe, meine 60 Stunden die Woche gearbeitet habe, die ich nur für 40 Stunden bezahlt worden bin. Also ich würde sagen, ich habe es heute Morgen mal durchgerechnet, ich denke mal 50% und dann kommt noch das Weihnachtsgeld hier dazu und das Urlaubsgeld hier dazu und dann eben halt auch diese Belobigungsprämie, die es noch gibt, die es da natürlich nicht gab. Ist mehr und vor allem für einen Quereinsteiger, der vorher nichts mit der Firma zu tun hat, finde ich das absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Hier kann man sich wirtschaftlich irgendwo ein bisschen hocharbeiten, was man im Konkurrenzunternehmen, sag mal, gar nicht machen konnte. Weil, wie gesagt, ganz normal seine Miete bezahlen, Nebenkosten bezahlen und dann war das Geld im Prinzip auch schon weg gewesen. Wie werden die Arbeitsmittel beurteilt? Das mit dem Gang ist natürlich klar, ist praktischer. Man hat viel mehr Luft, man ist viel mehr freier. Also das macht schon einen Unterschied her. Als wenn ich dann mit so einem kleinen Flitzer durch die Gegend öle und muss dann hier wühlen, da. Also ich habe letztens einen von Hermes gesehen, der stand da und fluchte. Und das möchte ich nicht normal haben. Und von den Fahrzeugen her, es kümmern sich die Werkstätten gut darum. Wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwas gemacht werden muss, dann ist es wirklich ein Anruf und man hat sofort einen Termin. Es war im vorherigen Unternehmen nicht so, da musste ich in die Werkstätten reinfahren. Musste dort oftmals lange Zeit verbringen. Ja, einfach, dass man vier Kisten drauf bekommt, einfach ein bisschen mehr drauf bekommt und mitnehmen kann. Und einfach der Komfort durch den Motor. Die drei Räder, was jetzt bei dem Schnee, wir hatten relativ viel Schnee, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und schließlich, wie sicher wird der Arbeitsplatz eingeschätzt? Die Sicherheit meines Jobs ist jetzt, würde ich schon als sicher beurteilen. Bei der Konkurrenz hingegen eher nicht so. Und eben auch die Arbeitsplatzsicherheit dazu noch, das macht ganz rund. Hier hat man seinen unbefristeten Arbeitsvertrag, wo man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, was das betrifft, sagt man, wer seine Arbeit macht und wer keinen Mist baut. Also zurück möchte ich definitiv nicht. Solange wie sie mich haben wollen, solange ich meine Arbeit mache, also was anderes will ich unternehmen, momentan in dem Punkt nicht mehr machen. Fazit: Ist der Wettbewerb auch noch so hart? Die Deutsche Post DHL lässt nicht die Mitarbeiter dafür zahlen. Top-Konditionen und die besten Löhne der Industrie tragen zu einer hohen Zufriedenheit bei. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die gute Zukunft des Unternehmens.